Du hörst den Darmglück-Podcast Folge 84. In dieser Episode spreche ich mit dem Coach Christian Holzhausen über das Thema, wie du Veränderungen in deinem Leben treffen kannst und über sein Konzept vom Leben 5.0. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Darmglück-Podcast. Dein Podcast für Darm, Ernährung, Lebensstil und Mindset. Erschaffe deine Gesundheit von innen heraus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Darmglück-Podcasts. Hier spricht Julia Gruber, deine Gastgeberin, und heute habe ich wieder einmal einen Gast bei mir. Nachdem ich ja jetzt doch ein paar Solo-Episoden gemacht habe, habe ich gedacht, ich lade mal wieder jemanden ein, und zwar ist das der Christian Holzhausen. Christian hat mit 23 Jahren eine eigene Werbeagentur gegründet und hat die auch bis 2018 geführt, bis er gemerkt hat, dass das irgendwo nicht mehr so seins war. Darüber spricht er auch in unserem Gespräch. Bereits ab 2013 hat er Coachings angeboten und er nennt sich heute Anstifter zu mehr Gelassenheit und einem erfüllten Leben. Er ist Keynote-Speaker, Life-Coach und Menschenentwickler und spricht in diesem Interview darüber, was es alles braucht, um sein Leben überhaupt ändern zu können. Wir sprechen über verschiedene Areale des Gehirns, über Selbstsabotage, hinderliche Geschichten, die wir uns erzählen, die Wichtigkeit unserer Eltern und über Christians Konzept vom Leben 5.0. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. So, ich freue mich sehr, dass ich heute den lieben Christian Holzhausen zu Gast habe. Herzlich willkommen, Christian. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich sage mal, ich heiße mich willkommen bei dir im Podcast, liebe Julia. Schön, dass ich die Gelegenheit habe, heute mit dir im Austausch zu sein. Freue ich mich sehr drüber. Ja, ich freue mich da auch sehr drüber. Und ich denke auch, dass wir einige Themen haben, wo viele Leute auch wahrscheinlich mitfühlen können. Denn Es geht so ein bisschen um das Thema Gelassenheit, Selbstverwirklichung, Transformation. Wie schaffe ich Veränderungen in meinem Leben? Was ist denn so aus deiner Sicht der Hauptgrund, dass Leute überhaupt Veränderungen wollen? Also finde ich eine total spannende Frage. Ich glaube, und wenn ich so auf mich, auf meine Zeit zurückblicke, auf meine letzten Jahre zurückblicke, ich glaube, und das vielleicht kennst du das aus deiner Expertise heraus, dass ich weiß, du hast ja viel mit Darmglück, da geht es ja hier drum und darum, wie reagiert der Darm auf auch Lebensumstände. Ich glaube, so der Punkt ist, die meisten Menschen, das ist das, was ich so erlebe, stolpern so ein Stück weit, und da erzähle ich ein Stück auch meiner Geschichte, stolpern so ein Stück durchs Leben und haben eigentlich immer so eine latente Unzufriedenheit, die irgendwo so im Untergrund mitschwimmt. Das kenne ich von mir, das kenne ich aus meinem Elternhaus, und ich glaube, der Punkt ist, irgendwann kommt man im Leben an den Moment oder in den Moment, das können ganz verschiedene Auslöser sein, wo plötzlich so eine Frage auftaucht, heute mehr als früher, ja, wo plötzlich so die Frage aufkommt, soll es das jetzt schon alles gewesen sein? Also Auslöser sind ja ganz häufig solche Situationen wie, vielleicht gibt es eine Trennung, vielleicht gibt es einen Krankheitsfall in der Familie oder einen eigenen Krankheitsfall. Vielleicht gibt's sogar den Fall, dass jemand quasi das Leben verlässt, dass jemand geht. Ne, da gibt es so einschneidende Momente, wo plötzlich deutlich wird, wo man sich die Frage stellt, was wäre denn, wenn es jetzt bei mir so wäre? Wir brauchen ja oft diese Reflexion, wir brauchen diesen, so blöd wie es ist, wir brauchen dieses, was im Gegenüber passiert, um selbst zu erkennen, was wäre, wenn das jetzt meins wäre. Wäre ich mit dem, wie es gelaufen ist, glücklich und zufrieden, oder habe ich das Gefühl, dass da eigentlich noch mehr drin ist? Und ich glaube, dass wir das gerne, dieses Thema Veränderung gerne aus dem Blick verlieren und quasi so in diesem Hamsterrad, ich will diese Metapher gar nicht zu sehr bemühen, ja, aber dass wir so in diesem Alltag drinstecken, und es wird ja immer schneller, ja. Ich habe mal eine Studie vor 5 Jahren, müsste es ungefähr gewesen sein, gab es mal eine Studie mit der Headline, in deutschen Unternehmen wird zu 95% schneller kommuniziert. Und für mich war das in dem Moment, wo ich so dachte, ist das jetzt Fluch oder ist es Segen?
Ja, weil auf der einen Seite ist es toll, irgendwie natürlich Prozesse, manche Prozesse funktionieren schneller, aber das führt ja nicht dazu, dass die Menschen weniger zu tun haben, dass die Menschen mehr Ruhe haben, sondern es führt dazu, dass einfach der Arbeitsload immer mehr steigt und dass ich immer mehr davon weggetragen werde von dem, was will ich denn eigentlich in meinem Leben? Und es braucht dann manchmal scheinbar diese einschneidenden Momente, um sich klar zu werden oder um sich bewusst zu machen, bin ich eigentlich da, wo ich denke, dass ich hingehöre oder bin ich es nicht? Und ich glaube, das ist heute mehr, also gar einfach oder einfach noch präsenter, als das vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren war. Ja, aus meiner Sicht ist es halt oft, also das ist vielleicht geprägt jetzt, weil ich natürlich mit dem Thema Gesundheit zu tun habe, aber oft eben auch so, dass viele warten, bis der Leidensdruck hoch genug ist. Und gerade Ernährung tut vielen weh, in Anführungsstrichen, das zu ändern, weil das halt so ein, ja, ich sag mal, auch ein Trost ist oder auch einfach eine Komfortzone ist, die viele Leute fast am liebsten als letztes verlassen. Also ich habe das auch öfters schon gehört, dass Leute sagen, also das Einzige, was mir noch Spaß macht im Leben, ist das Essen. Und wehren sich dann viele. Ne? Und wenn da der Leidensdruck hoch genug ist, also wenn es mir quasi schlecht genug geht, dann erst bin ich bereit, was zu ändern. Ja, und ich glaube, dieses Thema Ernährung, das ist ja am Ende, ist es ja auch, also es ist auf der einen Seite sehr oft diese Befriedigung, die Ersatzbefriedigung und die Belohnung. Und es gibt halt, und das ist halt auch, ich hab zwischendurch mal für eine Ernährungsberatung, habe ich quasi Coachingstunden angeboten. Quasi, wenn die mit ihrer, also nicht, wenn die nicht mehr weiter wussten, sondern einfach nochmal so als Ergänzung für die Teilnehmer. Und ganz häufig war das Thema, die Menschen essen nicht, weil sie Hunger haben, sondern, und das fand ich ein schönes Bild, weil sie sich anders fühlen wollen in dem Moment. Ja. Und greifen dann zu der Scheibe Brot, zu der Schokolade, zu den Chips, zu was auch immer. Einfach über das Gustatorische sich ein anderes, respektive besseres Gefühl in dem einen Moment zu holen, was dann aber ja ganz häufig genau ins Gegenteil umschlägt. Nämlich in dieses, ach, habe ich schon wieder, Mann, bin ich blöd, ich bin blöd, ich kann es aber auch nicht. Und dann wieder quasi so diese Selbst, den Selbstvorwurf, der dann wieder auftaucht. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr du dich mit dem Thema Hirn wahrscheinlich schon beschäftigst. Und wir haben ja verschiedene Hirnareale und wir haben ja dieses sogenannte Reptilienhirn, was so ein bisschen auf Autopilot läuft. Und dann eben vorne den, der sagt, ja, ich will jetzt das. Mhm. Und das Reptilienhirn sagt dann, nee, ich will es aber anders. Gibt es da einen Weg, wie man mit diesen Arealen gut umgehen kann oder wie man das vielleicht besser verstehen kann, was da abläuft? Ja, also ich, im Grunde unterscheide ich gerne, unterscheide ich in der Arbeit gerne drei Ebenen. Also ich untergliedere sogar noch mal ein bisschen. Mhm. Es gibt einen schönen Vortrag von Gerhard Hüther und er sagt in dem Vortrag, also er untergliedert, er zeigt, das ist ganz schön zu sehen, er zeigt so, so Gehirnscans und quasi, wo es rot leuchtet, ist Aktivität. Mhm. Und er erklärt es, und das mal, da mache ich ein bisschen den Bogen mit auf, er erklärt es im Grunde genommen so ein Stück weit, sagt, okay, wenn Menschen in Stress geraten, was passiert? Normalerweise entscheiden wir, denken wir zumindest, ja, gibt es die handlungsleitenden Muster, so beschreibt er es, aus dem Frontalhirn. Das heißt, Entscheidung bzw. die Umsetzung der Entscheidung kommt aus dem Frontalhirn. Und er sagt, wenn Menschen in Stress geraten und der Stress ein gewisses Niveau erreicht hat, dann kommen irgendwann keine handlungsleitenden Muster mehr aus dem Frontalhirn. Dann schalten wir zurück auf die frühkindlichen Muster. Das sind dann so Dinge wie, ich sage das in meinen Vorträgen gerne, stellt euch vor, diese amerikanischen Anwaltsfilme oder so Filme, wo so eine Bürosituation gezeigt wird, wo irgendwas nicht funktioniert und der Protagonist im Film so mit dem Arm einmal so den Schreibtisch abräumt. Das sind so die Muster, wenn der Stress so groß ist, dass keine handlungsleitenden Signale mehr aus dem Frontalhirn kommen, dann sind wir schon sehr am frühkindlichen, am limbischen Teil. Und wenn der Stress noch weiter steigt, wenn es also noch doller wird, noch schlimmer wird, dann sind wir genau da, dass wir auf das Basalhirn zurückschalten. Und im Basalhirn gibt es am Ende des Tages drei Reaktionsmuster. Es gibt entweder Angriff, das heißt, ich gucke mir die Situation, also das heißt, ich gucke sie mir an, das Gehirn hat den Eindruck, irgendwie lohnt Angriff, dann greife ich an. Wenn das aussichtslos erscheint, dann gehe ich in die Fluchtreaktion. Und wenn die Fluchtreaktion aussichtslos erscheint und Angriff aussichtslos erscheint, dann gehe ich in die Starre. Ich mache das gerne, weil du das Thema ja auch Gesundheit hast, ich mache das gerne in den Vorträgen auch
auf über den Bogen, was erkenne ich davon im Unternehmen? Also wenn Menschen, Mitarbeiter im Stress sind, die auf Angriffmodus gehen, die gehen zum Chef und beschweren sich, beklagen sich, da sollte man sogar noch dankbar für sein, weil die zeigen gerade, es ist hier echter Handlungsbedarf, weil die auf Flucht gehen, die melden sich krank. Ja, die sind einfach nicht mehr da. Und die darüber hinaus sind, die sitzen einfach nur noch da und machen eigentlich nichts Produktives mehr. Die sind zwar anwesend, aber da passiert nichts. Ja? Ja. Genau, das ist jetzt so, das, was eher die Analogie quasi mit dem Stress eigentlich sehr, sehr schön aufmacht. Und da diese drei Gehirnareale. Und am Ende ist es ja so, du sprichst da von dem unbewussten und dem bewussten Teil, wenn ich es wieder auf zwei zurückdampfe. Und wir Menschen glauben ja immer, die Ratio würde entscheiden. Mhm. Es gibt ja neurobiologische Untersuchungen dazu, also auch schon relativ alte Untersuchungen dazu, die ganz klar belegen, dass eine Entscheidung in Gehirnarealen schon getroffen ist, bevor es ins Frontalhirn kommt. Genau. Bevor überhaupt irgendetwas klar ist an der Stelle. Und am Ende, wenn wir das auch so ein Stück weit möglicherweise auf dein Thema beziehen, das, was ich in den letzten Jahren so für mich an Erfahrung gesammelt habe, ist, wir dürfen uns die Frage stellen, wo kommen denn diese limbischen Reaktionsmuster her? Wo kommen denn diese limbischen Reaktionen her im Sinne von, ich greife jetzt mal in diese Tüte, ohne das möglicherweise bewusst steuern zu können? Ich habe eine Klientin im Rahmen dieser Ernährungsberatung gehabt, das war total faszinierend. Die hat total gute Ergebnisse in dieser Ernährungsberatung gehabt. Und dann ist was passiert, nämlich, ich habe sie nämlich auch gefragt, was ist denn dann, was war das, weil sie kam dann zu mir und sagte, ich komme nicht weiter. Ja. Und sie sagte, weißt du, was ist denn passiert? Was hat sich denn geändert? Und wir haben eine ganze Weile gebraucht und sie kam dann damit durch, so nach dem Motto, naja, ich habe irgendwann angefangen, mich nicht mehr ganz dran zu halten. Ich so, das ist ja spannend. So, und dann drehte sich der Kreis im Grunde genommen und sie kam irgendwann dahin, dass sie sagt, naja, ganz ehrlich, abnehmen ist ja auch anstrengend und abnehmen ist ja auch total schmerzhaft und eine totale Quälerei. Mhm. Dann habe ich sie nur angeguckt und habe geschmunzelt, habe gesagt, siehste, und das ist ein Glaubenssystem, das ist ein Glaubenssatz, den du gerade wieder 100% erfüllst. Ja, sie hat weiter abgenommen, aber hat sich total damit gequält und es ging ganz langsam genau zu ihrem Glaubenssatz passen, weil was hatte sie gemacht? Sie hatte dann sich halt nur diese eine Kugel Eis gegönnt oder diese zwei Täfelchen Schokolade. Gerade so, dass ihr System aufrechterhalten wird, dass Diät, Abnehmen, wie du es auch immer bezeichnen willst, dass das langsam ist, dass das schwierig ist, dass das anstrengend ist, dass das bei allen anderen funktioniert, nur bei ihr nicht, hat sie sich wunderbar wieder die selbsterfüllende Prophezeiung gebaut. Und ich glaube, wir dürfen dahin gucken oder dürfen uns das an der Stelle ein Stück bewusst machen, was glauben wir über Dinge, zum Beispiel über das Thema Abnehmen. Ja? Oder ich könnte jetzt sogar, das machen ja die durchaus viele in dem Erfolgscoaching-Bereich, irgendwie sich die Frage zu stellen, was glaube ich über Geld? Ja, genau das Gleiche. Was glaube ich über Geld? Was glaube ich über Erfolg? Und egal, ob du glaubst, es gibt den schönen Spruch, egal, ob du glaubst, dass du es schaffst oder nicht, du wirst immer recht haben. Ja, genau. Ja? Weil es einfach so eine Programmierung ist, die so im Unbewussten stattfindet. Und gleichzeitig, glaube ich, du hast gefragt, was kann ich da tun? Mein größter Tipp ist, und ich will gar nicht meine Leistung verkaufen, aber ich weiß, es gibt so wunderbare Kollegen draußen am Markt, die genau darauf spezialisiert sind, die genau die empathischen Vermögen haben, zu sagen, ich kann zwischen den Zeilen lesen. Weil Glaubenssätze sind nichts, was du, das steht dir nicht auf die Stirn geschrieben. Mhm. Ja? Ganz ehrlich, wenn ich an meine Geschichte zurückdenke und ich habe ein Lebensthema und mein Lebensthema heißt, ich bin nicht gut genug. Habe ich ganz, ganz früh in meinem Leben gelernt. Gibt es eine ganz lange Geschichte zu. Ich will die gar nicht im Detail erzählen. Mhm. Aber das ist, wenn ich Menschen zuhöre, habe ich heute ein sehr, 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 sehr treffsicheres Gespür dafür und weiß ganz genau, wo ist dieser Glaubenssatz jetzt am Wirken, weil ich relativ gut erkennen kann, was ist denn der Glaubenssatz, der dahinter steht. Natürlich habe ich einfach auch meine Erfahrung gesammelt, aber das braucht es im Gegenüber. Und ich hätte früher, als ich so meine ersten eigenen Coachings besucht habe, wo ich zu meinem Ausbilder damals gegangen bin und gesagt habe, ich komme hier und da nicht weiter. Und der mir so einen Glaubenssatz gesagt hat, wo ich gemerkt habe, boah, scheiße, das tut gerade weh, aber ich habe dann sofort gesagt, nee, das hat natürlich nichts mit mir zu tun. Ja?
Und natürlich ist es mein Thema. Ja? Ja. Also ich glaube, das ist das Wichtige, sich da an der Stelle so ein Stück weit davon loszumachen. Ich sage ganz gerne, wenn ihr an einer bestimmten Stelle auch, also an die Zuhörer, wenn die Julia hier im Podcast irgendwas erzählt und ihr das Gefühl habt, es gibt zwei Reaktionsmuster. Entweder das Gefühl habt, ja, sie hat recht, ja, dann ist es ein Thema bei euch. Oder wenn ihr denkt, boah, nee, ich glaube, die spinnt. Das ist ein Scheißthema, das hat mit mir ja gar nichts zu tun. Ja? Dann weißt du auch, okay, es ist dein Thema. Und es ist okay. Ja? Alles, was Resonanz erzeugt, letztlich. Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, der Fokus, den wir aufmachen können. Und das ist das, wo wir drauf achten können. Wo regt sich in uns was? Wo merken wir, hier fängt es an zu knirschen, hier fühlt es sich komisch an. Dann weiß ich immer, okay, da steckt für mich ein Thema drin. Und wenn das ist, dann, das ist immer wieder meine Empfehlung, dann nimm dir einen Kalender, trag dir ein für den nächsten Tag. Am nächsten Tag kümmere ich mich darum, dass ich mich mit jemandem darüber, egal wer das ist, austauschen kann. Ja. Und da gehört ein Stück Selbstdisziplin am Anfang mit dazu. Also ist der erste Schritt ist quasi, ich erkenne mal, was sind überhaupt für Glaubenssätze da oder was denke ich oder was erzähle ich mir für Geschichten. Mhm. Und der nächste Schritt ist, das mit jemandem zu besprechen. Genau. Okay. Und was bringt das Besprechen oder was kommt danach? Also es kommt immer darauf an, mit wem du sprichst. Also ja. ich mache mal so eine Kategorisierung auf. Du kannst das mit deinem Freund besprechen. Mhm. Ja, der Freund wird wahrscheinlich, oder der Freundin, die wird dann wahrscheinlich sagen, oh ja, das tut mir so leid, echt. Ja, das ist die eine Kategorie, die kann auch total gut sein. Also ich will es überhaupt gar nicht in Frage stellen. Also den unterstützenden Austausch an der Stelle, den liebe ich ja auch. Und ich mag es auch manchmal einfach, jemandem mal zu erzählen, dass es echt mal gerade scheiße läuft. Und dann auch einfach mal nur zu hören. Und das ist in Coaching-Kreisen, ist es echt schwierig, da jemanden zu finden, der wirklich dann einfach mal sagt, stimmt, du hast recht, es ist im Moment echt auch mal scheiße. Und ich kann verstehen, dass sich das doof anfühlt. Weil bei den meisten fängt dann an sofort so dieses, okay, was wäre denn der erste Schritt, um da rauszukommen? Ich liebe beides, ohne Frage. Aber das ist ja eher so die Kategorie Freund. Mhm. Die Kategorie, die ich aber, ich sag mal, für eine Lösung ans Herz lege, ist schon einfach einen versiert. Und die Frage ist immer, wie erkenne ich einen versierten Kollegen? Das ist eine ganz nicht einfach zu beantwortende Frage. Der erste Punkt ist, ich würde jedem empfehlen, immer, und das mache ich mit meinen Klienten, wir machen eine Sitzung gemeinsam, ein Treffen, egal ob das online oder ob das offline ist. Ich liebe offline arbeiten, im 1:1 gegenüber sitzen. Und ich sage ganz bewusst am Anfang dieses ersten Zusammentreffens, wir beide entscheiden am Ende dieses ersten Treffens, ob wir den Weg gemeinsam gehen oder nicht. Mhm. Wenn du kein gutes Gefühl dabei hast, wenn du denkst, ich bin nicht der Richtige für dich, dann beenden wir das. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht der Richtige für dich, dann beenden wir das. Ja? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil also auch diese Ehrlichkeit und Offenheit, weil Ehrlichkeit und Offenheit braucht es, um genau in diesem Prozess zu arbeiten. Ja. Weil am Ende ist die Frage, ich kann es aus zwei Blickwinkeln betrachten. Du hast ja gefragt, was passiert dann, drüber zu reden oder beziehungsweise sich bewusst zu machen, was passiert dann. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich bin ja von meinem Ausbildungshintergrund, da habe ich viel im Bereich NLP gemacht. Ich habe aber auch, oder nicht aber, sondern und dazu noch eine Ausbildung gemacht, die nennt sich ROMPC. Das ist, klingt immer toll, auch wenn ich es ausspreche, ist Relationship-Oriented Meridian-Based Psychotherapy Counseling and Coaching. Ich sage immer ganz gerne, das Akronym vernichtet sich jetzt von selbst. aber wichtig ist zu verstehen, was da drin steckt, weil das, was da drin steckt, ist im Grunde ist eine Kombination aus verschiedenen Lehren, aus Transaktionsanalyse, Tiefenpsychologie, aus energetischer Psychologie. Es geht viel um Klopfen von Meridianpunkten, die genutzt werden, neurobiologische Erkenntnisse, die mit eingeflossen sind. Also Hüthers Erkenntnisse zum Beispiel ist viel mit eingeflossen in die Arbeit. Und also zudem kommt der Begründer hier aus Kassel, also ist quasi direkter Nachbarschaft. Und das, was ich damals verstanden habe in dieser Ausbildung, also NLP ist jetzt sehr lösungsorientiert, zielorientiert, ich gucke nur nach vorne, stelle mir die Frage, okay, was ist der erste, nächste Schritt, den du gehen kannst? Ja. Ja.
Und das Spannende ist zu beobachten, es gibt durchaus Fälle, wenn Menschen an Problemsituationen kommen, in turbulenten Zeiten sind, wo sowas wie einen Ressourcentransfer, was wir zum Beispiel im NLP gut machen können, total gut hilft. Und dann stelle ich manchmal fest, dass Menschen dann so einen ersten Schritt nach vorne gehen und dann plötzlich doch wieder zurückgehen in den Status quo, es doch nicht verändert bekommen. Genau. Und dann weiß ich, hofft ihr euch das auch schon vorher, dann weiß ich, da steckt ein Stück eine Geschichte hinter. Mhm. Ja, da steckt ein, ich nutze mal ein großes Wort, was gar nicht so groß in der Größe gemeint ist, aber dann stecken Traumatisierungen hinter. Mhm. Ja, das muss nicht immer diese riesengroße Traumatisierung sein, sondern das können kleine Traumata in der Kindheit sein. Ich erzähle meinen Klienten gerne folgendes Bild. Stell dir folgendes vor, ein Junge, sagen wir mal, der ist 4, 5 Jahre alt, geht einen bestimmten Weg. Und am Ende des Weges ist ein Brunnen, nicht ein Brunnen, ein Graben. Mhm. Und der Junge läuft diesen Weg, oder gerne auch das Mädchen, transferiert es gendermäßig gerne, wie es für euch passt, geht diesen Weg, kommt an diesen Graben, denkt sich, haha, da springe ich drüber, ist vielleicht noch mutig, ist aufgeschlossen, fällt rein, bricht sich das Bein. Das ist noch nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dann kommen Mama und Papa und verurteilen dieses Kind dafür, dass es das probiert hat. Und das ist zum Beispiel eine Traumatisierung. Mhm. Weil das Kind, was die kindliche Seele erwartet, ist, aua, ich habe mir jetzt wehgetan, Mama und Papa, das sind meine Bezugspersonen, die müssen jetzt kommen und müssen mich in den Arm nehmen und müssen mich halten, trösten, mit Liebe umsorgen. Das ist das, was die kindliche Seele erwartet und braucht in dem Moment. Und wenn das Kind erlebt, dass es wegen dieser Thematik, auch wenn das ja nicht inhaltlich stimmt, also die Eltern lieben das Kind deshalb nicht weniger, aber wenn es das nicht erfährt, was es da als tiefen, sehnsüchtigen Wunsch hat, dann sorgt es dafür, dass eine Todesangst entsteht, eine existenzielle Angst. Mhm. Ja? Und dadurch bilden sich am Ende des Tages Glaubenssätze. Ja? Und jetzt drehen wir das Rad des Lebens nach vorne, nämlich dahin, dass wir sagen, okay, da ist ein Erwachsener, der das erlebt hat, der geht diesen Weg mit den gleichen Kriterien und am Ende ist auch der Graben, der wird, und das ist nur die Metapher an der Stelle, der wird möglicherweise ganz, ganz viele Glaubenssätze ausbilden. So einen Weg kann man nicht gehen. Ich bin nicht stark genug. Ich kann nicht weit genug springen. Ich bin nicht kräftig genug. Ich bin nicht dies. Ich bin nicht das. Mhm. Nur um dieser alten Todesgefahr oder dieser Todesangst, die in der kindlichen Logik da war, der zu entgehen. So entsteht ja im Grunde genommen, so entstehen ja diese Prägungen. Und manchmal braucht diese kindliche Seele, die ja jeder in sich trägt, einfach nur die Gewissheit, ja, hat es in die Lebenswirklichkeit gepasst. Aber möglicherweise ist es heute nicht mehr, passt es nicht mehr in deine heutige Lebenswirklichkeit. Ja, und dem Jüngeren selbst ein Stück weit deutlich zu machen, dass es heute in Sicherheit ist. Und das ist so ein Element, was für mich ganz, ganz viel diese Ausbildung im Bereich ROMPC gebracht hat, wirklich zu erkennen, da gibt es Beziehungsbedürfnisse, die Menschen haben. Und wenn die insbesondere in Kindheitstagen nicht erfüllt werden, entstehen dadurch Glaubenssätze, entstehen dadurch Haltung, entstehen dadurch Verletzungen, Mikroverletzungen, die sich über die Jahre und Jahrzehnte zu großen Limitierungen aufbauen können. Ja. Zum Beispiel, dass jemand irgendwann eine Angst entwickelt, vor Menschen zu sprechen. Vielleicht als Kind, der ganz große Zampano war, sich vor die Leute gestellt hat, die Erwachsene bespaßt hat und als 20, 21, 22, 23-Jähriger dann irgendwie da steht und denkt, nee, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Die Leute schmeißen Tomaten, was auch immer. Ja, ja. Und das kann ja von wo ganz anders herkommen. Ne? Das Interessante ist ja, dass es oft überhaupt nicht, vom normalen Verstand verstehbar verknüpft werden kann, sondern das kann ein ganz anderes Ereignis gewesen sein, was gar nichts mit jetzt öffentlichem Reden zu tun hat, was da eben wieder angetriggert wird. Ja. Jetzt, wie gehst du da vor? Also wenn so Glaubenssätze vorhanden sind, die eben wirklich, aus der Kindheit kommen, können wir die überhaupt noch ändern? Also ich glaube, zwei Gedanken dazu. Ich glaube, es gibt gewisse Lebensthemen. Das hatte ich ja vorhin auch gesagt. Ich weiß, dieses Thema vor Menschen reden ist ein Stück auch meine Geschichte. Ich habe früher da, ganz ehrlich, wenn ich meinen Rat des Lebens so um 8, 9 Jahre zurückdrehe, ich habe eine ganz perfide Strategie gehabt, wie ich
Veranstaltungen aus dem Weg gehe, also da fing es schon an, Veranstaltungen aus dem Weg gehe, wo mehr als 10 Leute sind, die ich nicht kenne. Ja, weil ich mich immer gefragt habe, insbesondere im unternehmerischen Kontext, ich bin jetzt seit 18 Jahren selbstständig und habe da ganz, sollte man meinen, geht man natürlich, man wird als Unternehmer mal eingeladen zu irgendeinem Event, zu einem Sommerfest, zu was auch immer. Und ich war aber immer der Meinung, ich bin gar nicht so gut genug, um mich mit den anderen Unternehmern da zu präsentieren und mit denen auch noch irgendwie Smalltalk zu halten und mich mit denen auszutauschen. Und am Ende des Tages, wenn ich da zurückblicke, hat es eine Intervention, die hat vielleicht 1,5 Stunden gedauert, hat dazu geführt, dass ich zumindest erstmal den großen Pfropfen lösen konnte. Mhm. Es führte nämlich zum Beispiel dazu, so, also ungefähr 2-3 Wochen nach der Intervention war ich eingeladen auf eine Veranstaltung, interkulturelle Kommunikation, das war eine Coaching-Veranstaltung. Also waren alles Coaches und ich dachte damals immer noch irgendwie, auch wenn ich zwar ganz viel Ausbildung habe, irgendwie ich bin immer noch nicht gut genug. Das war davor und dann bin ich da dann doch wirklich hingefahren. Also ich hatte früher so eine Strategie gehabt, dem aus dem Weg zu gehen. Bin da hingefahren und bin sogar in den Raum gegangen und ich wusste, ich bin 1,5 Stunden zu spät. Es hat mich nicht abgehalten, mich auf den letzten freien Platz zu setzen und ich habe irgendwann dann nach 10 Minuten gedacht, so, mich so umgeguckt habe, das ist ja spannend, wie komme ich denn jetzt hier rein, in diesen Raum? Und das zweite Gedanke, oder der zweite Gedanke war, warum sitze ich vorne neben dem Dozenten, der auf den gerade alle gucken? Ja, also eine vollkommene Umkehr meines vorherigen Verhaltens. Wie gehen wir mit Glaubenssätzen um? Es gibt ein paar wunderbare Mechanismen, wunderbare Tools, die es gibt. Auf der einen Seite gibt es ein paar Dinge aus dem NLP-Kontext, wo wir alte Glaubenssätze neu printen, also einen Re-Imprint nennt sich das, also wirklich durch die Timeline, durch die Lebenslinie zurückzugehen und zu gucken, wo ist denn eigentlich der Ursprung dieses Glaubenssatzes. Das kann ich entweder machen über als Ursprung eine überzogene kindliche Reaktion, die ich merke. Also gibt es ja manchmal, dass Menschen kindlich überzogen reagieren. Und das andere, was ich machen kann, ich kann bewusst über einen Glaubenssatz, der mir möglicherweise bewusst ist, gehen und kann zurückgehen in meiner Lebenslinie mit einem Coach an der Stelle und kann gucken. Es wird immer verschiedene Imprint-Situationen geben, wo sich das mehr und mehr manifestiert hat. Und die Aufgabe ist, dahin zu gehen, zu gucken, wo war der eigentliche Ursprung dessen. Und NLP macht es dann relativ pragmatisch. Packt in den initialen Imprint ganz, ganz viel Ressource rein, guckt, was braucht das jüngere Selbst, da braucht es Sicherheit, Mut, Kraft, Freude, Liebe. Dann nochmal zu gucken, was brauchten die Eltern, die da ja auch oft und in aller Regel mit in dem Kontext mit drin sind, was brauchten die an Ressource? Man packt es dann zusammen, ich meine jetzt mal ganz, ganz pragmatisch gesprochen, ne? Packt die Ressourcen zusammen und erzählt dem Klienten dann, während er durch die Lebenslinie nach vorne geht, eine ressourcenvolle Lebensgeschichte. Und es sorgt dafür, dass es fängt damit an, dass die nächstfolgenden Erlebnisse neu bewertet werden. Und je mehr quasi Imprints ich habe auf dem Weg quasi in das Hier und Jetzt, desto stärker wird natürlich auch der Glauben. Allein schon in diesen 10 Minuten, die ich den Weg wieder nach vorne gehe, wird der Selbstglaube, der unterstützende Glaube, weil die Ressource einfach in der Lebenslinie vorhanden ist. Das ist so das, wie ich NLP-technisch drauf gucke. Ja. Wie habt ihr denn das Problem gelöst von der Frau, wo du erzählt hast, dass sie denkt, dass so eine Ernährungsumstellung so schwer ist oder dass das anstrengend ist, dass das wehtut. Weißt du das noch, wie ihr da vorgegangen seid? Also ich muss an der Stelle dazu sagen, ich habe mit ihr, weil sie nicht weiterarbeiten wollte, also ich habe natürlich schon bei ihr stark polarisiert. Mhm. Es gibt ja immer diesen schönen Spruch, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja. Also ich habe ihr, wir waren da sehr im reflektorischen Teil. Und was ich mit ihr gemacht habe, ist ein Stück weit eine ROMPC-Intervention, also aus diesem anderen Verfahren, was ich gemacht habe. Und da gibt's eine Basisintervention und die nennt sich, und das ist so ein Stück weit auch eines meiner Lebensmottos, annehmen, was ist.
Ja, Selbstannahme im Problemkontext. Das ist das, was ich ihr mit relativ pragmatisch mit auf den Weg gegeben habe. Das ist ein ganz einfaches, im Grunde genommen, ganz einfaches Verfahren, ganz einfaches Tool. Ist einfach, meine rechte Hand über die linke Brust ist ein neurolymphatischer Punkt, den zu reiben im Uhrzeigersinn. Und im Grunde genommen ist es eine Metapher, die ich spreche. Ist eine Affirmation, Entschuldigung. Ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz auch damit, dass... Ja. Bla bla bla, dass ich meine Ernährung nicht in den Griff kriege, dass ich denke, dass Ernährung oder dass das Abnehmen schwierig ist und so weiter und so fort. Immer das ein bisschen eingepackt, ne? Und das sorgt bei 90% der Klienten, wenn du vorher also die Belastung skalieren lässt von 0 bis 10, allein diese Intervention, dass Menschen sich selbst sagen, ich liebe mich und akzeptiere mich mit dem Thema, was ich habe, sorgt in der Regel für eine Veränderung um 3 bis 4 Punkte ins Positive. Ja. Ja. Und das ist immer wieder so spannend, weil für mich, ich mag diese Übung, weil das so auf so eine einfache Weise so die Selbststeuerungskompetenz zeigt. Ich merke plötzlich, guck mal, ich spreche da einfach was aus, ich muss das gar nicht glauben. Ja, und ich mache so eine leichte Handbewegung oberhalb meiner Brust und reibe das so ein bisschen und plötzlich, boah, cool, und plötzlich verändert sich mein Stressempfinden. Mhm. Ja? Genau, das habe ich ihr damals mit auf den Weg gegeben, einfach um ihr Stressregulativ an der Stelle zu machen. Weil wir hatten da immer quasi initial, das ist auch zum Beispiel so eine Session gewesen, wo ich gesagt habe, ich will die, also wo wir uns gegenseitig kennengelernt haben und geguckt haben innerhalb von einer Stunde, wo ist denn eigentlich des Pudels Kern? Und ich da aber auch trotzdem immer gucke, wie kann ich dem Klienten ganz konkret ein erstes Tool mit in die Hand geben, wie er respektive sie wirklich für sich selbst auch in die Steuerung gehen kann. Ja. Genau. Glaubst du denn, dass wir uns sehr oft einfach auch selber sabotieren sozusagen? Also wir nehmen uns ja vor, was zu tun und tun es dann doch nicht. Ja, wir nehmen uns, also ich habe so ein schönes, wir sind ja jetzt quasi im Jahr 2020 und der Jahreswechsel liegt ja jetzt noch nicht so Ewigkeiten zurück. Und es gibt ja immer im neuen Jahr, gibt es ja immer wie heißen sie so schön? Die guten Vorsätze. Vorsätze, genau. Und das Spannende ist, an diesen guten Vorsätzen, ich hab einen Blogartikel dazu geschrieben und die Überschrift ist, warum gute Vorsätze nicht funktionieren können. Das hat für mich verschiedene Gründe. Der erste Punkt ist, ja, es gibt ganz viele Selbstsabotageprogramme, die allerdings, und da darf ich jeden Einzelnen in Schutz nehmen, wo keiner was für kann, ja, allerdings trotzdem jeder dafür selbst verantwortlich ist. Ja, finde ich einen wichtigen Bogen. Insbesondere in die ganzen gelernten Muster, da kann niemand was für. Es ist keiner schuld daran, dass es so ist. Und trotzdem bin ich selbst in der Verantwortung, wenn ich das verändern will, dann darf ich dafür die Verantwortung wirklich tragen. Ja. Darf sie in die Hand nehmen, ist der erste Gedanke. Ich glaube, das ist, wenn ich dich unterbrechen darf, weil das ist so wichtig. So viele Leute denken, ja, wenn ich die Verantwortung habe, dann bin ich schuld. Nee. Und dass man das tatsächlich auch trennen kann. Genau, richtig. Das wollte ich gerne nochmal betonen, weil das so viele Leute irgendwie in diese Schiene reinkommen, so quasi, es liegt dann doch an mir und ich bin schuld. Und ich finde wichtig, diese Kombination halt auch wirklich zu sagen, und trotzdem ist es die Verantwortung jedes Einzelnen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand erkennt, ich mache es mal ganz plakativ, dass jemand erkennt, ach, ich hatte eine schlimme Kindheit. Deswegen funktioniert das bei mir eh nicht. Ja, das kann sein, dass du eine schlimme Kindheit hast. Das kann sein, dass du da, und ich war ja gerade bei der Mikrotraumatisierung, dass du da viel abbekommen hast. Und trotzdem ist es deine Verantwortung, jetzt zu sagen, ich werde etwas verändern. Ja, mit dem Package, was ich trage. Ja? Und möglicherweise gibt es dann wenn ich das aus der Systemtheorie betrachte, gibt es dann Dinge, wo ich sagen darf, okay, ich darf mich im Innen mit Mama und Papa aussöhnen. Ich darf Rückgaberituale machen, darf dafür sorgen, dass ich im Innen ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe.
verwechseln auch viele. Wenn ich damit arbeite, kommen gerne die Teilnehmer dann auf die Idee oder die Klienten dann auf die Idee und fragen mich, ja, wenn wir das jetzt machen, muss ich dann heute Nachmittag bei meiner Mama vorbeifahren und muss ihr sagen, sag ich, nee. Ja? Oder der Nächste sagt dann irgendwie, wo vielleicht Mama und Papa schon verstorben ist, ja, aber das bringt ja bei mir nichts. Mama und Papa leben ja nicht mehr. Sag ich, ja, aber das ist nicht das, wo es drum geht. Es geht um das Bild, was du in dir trägst von Mama und Papa. Mhm. Und schön finde ich zu verstehen, die Eltern, Mama und Papa sind unsere Lebensenergie. Und wenn ich einen Groll in mir hege auf eine dieser beiden oder möglicherweise sogar beide Personen, dann nehme ich mir Lebensenergie. Und das sind ganz häufig Menschen, die dann Dinge nicht umgesetzt kriegen. Die erzählen irgendwie, ich komme nicht voran, ich habe keine Kraft, ich habe keine Energie. Und das ist ganz häufig, ist es ein Thema, dass die innerlich einfach im Kampf gegen sich selbst sind. Und das, klar, das frisst ganz viel Energie und zieht Energie aus der Idee davon ab, zu sagen, ich verändere mich, ich gehe den Weg, ich mache den ersten Schritt, weil ich einfach mit mir selbst im Unreinen oder nicht im Klaren bin und am Kämpfen bin. Ja, ja. Ja, ich glaube, es ist wirklich... Es ist ein Weg, ne? Und es ist auch, es heißt ja auch nicht, dass ich alles gutheiße, was passiert ist, ne? Es heißt auch nicht, dass wenn jetzt meine Eltern sich wirklich nicht richtig verhalten haben, dass man das gutheißt, sondern es geht ja nur darum, wie gehe ich damit um. Genau, es gibt ein schönes Bild, wenn ich das systemisch betrachte, gibt es ein schönes Ritual, das ist von Bert Hellinger, und das ist das Geschenk des Lebens annehmen. Von den Eltern. Weil das ist das, was wir bei den Eltern immer, immer, immer anerkennen dürfen. Ohne Mama und Papa, so blöd wie möglicherweise mein Leben verlaufen ist und so viel Ärger ich vielleicht da auch empfunden habe, ohne Mama und Papa wäre ich nicht auf diesem Planeten. Ja. Ja? Und ja. Das ist was, wofür ich zutiefst dankbar sein kann. Ja, und wenn das Einzige ist, dann ist es aber das, genau das, was ich annehmen darf. Wirklich das Geschenk des Lebens von den Eltern annehmen, zu sagen, nicht nach außen, sondern im Innen, Mama und Papa, ich danke euch für das Geschenk des Lebens. Ich nehme es an und mache das Beste draus. Ja. Ja. Du hast ja ein Konzept, wenn ich das so nennen darf, das sich Leben 5.0 nennt. Mhm. Magst du da ein bisschen was erzählen? Was bedeutet Leben 5.0? Mache ich total gerne und ich schmunzel deshalb, weil ich irgendwann schon mal gefragt worden bin, wie bist du denn auf 5.0 gekommen? Und dann habe ich angefangen, von dem Konzept zu erzählen, es sind 5 Punkte, und dann hat irgendwer gesagt, ah klar, daher 5.0. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Nein, Leben 5.0 ist erstmal grundsätzlich entstanden, weil ich gesagt habe, okay, Leben 2.0 ist jetzt nichts Besonderes, ja, und dann kam ich auf 5. und witzigerweise haben sich dazu 5 Punkte ergeben. Okay. Ich glaube, wenn Menschen an einen Punkt kommen und sie wirklich die Idee davon gewinnen, zu sagen, ich will was im Leben verändern, dann gibt es für mich, und das ist meine Entwicklung der letzten, oder meine Erfahrung der letzten 7, 8, 9 Jahre, das ist im Grunde das, was ich da so ein Stück zusammengepackt habe, ne? Irgendwie, dass ich geguckt habe, okay, was bedarf es denn oder was braucht es denn für Schritte, um sich im Leben weiterzuentwickeln und zu verändern. Damit meine ich jetzt nicht sowas wie sich die Frage zu stellen, esse ich ab morgen vegetarisch oder esse ich, ne, sondern wirklich so die Frage ist, wo will ich beruflich hin, wo will ich persönlich hin, was ist mein Zukunftsziel? Und in meiner Chronologie hat im Grunde genommen alles damit angefangen, mit den Erfahrungen, die ich aus dem NLP gemacht habe. Deswegen liebe ich auch dieses Tool NLP sehr, auch wenn ich weiß, dass es da auch die eine oder andere kritische Stimme gibt. Ich habe es aber sehr auf eine sehr therapeutisch angelegte Variante lernen dürfen und nicht so, wie es ganz häufig unterrichtet wird im Sinne von Chaka, die Welt gehört dir, du schaffst alles. Und nichtsdestotrotz gibt es im NLP ein Element, und das ist auch ein Element in meinem Konzept, in meinem Programm, ist ganz pragmatisch, ist das Thema Zielearbeit. Und mit Zielearbeit meine ich aber nicht nur zu sagen, kognitiv gesteuert, ich will da und da jetzt hin, sondern für mich hat Zielearbeit ganz viel damit zu tun, bevor ich in die Zielearbeit gehe, darf ich in die Einkehr gehen.
Das heißt, ich darf mich verbinden mit meinen inneren Qualitäten, mit dem, was sagt mir eigentlich mein Herz. Also weil ganz häufig sind wir halt in dieser, wir haben am Anfang über dieses Schnelle in unserem Leben gesprochen. Wir sind ganz häufig sehr, sehr stark im Kopf und nicht mehr im Körper. Und Körper ist das Herz und ist der Bauch. Und ich glaube, wir dürfen alle drei Elemente in einen Topf, hätte ich beinahe gesagt, schmeißen. Wir dürfen auf alle drei Elemente zugreifen und dürfen uns mit eigentlich den tief verborgenen Wünschen, Träumen verbinden und dürfen dann natürlich schon relativ pragmatisch gucken, okay, was ist ein ganz konkretes Ziel, was ich daraus ableite? So, dann darf ich gucken, was will ich damit, was sind die nächsten Schritte? Was gewinne ich dadurch? Was verliere ich dadurch? Was sagt mein Umfeld? Also da bin ich dann wieder im NLP-Bereich. Und wirklich sich eine Vision zu machen davon, wo will ich denn eigentlich hin? Ja, für mich ist zum Beispiel eine Vision, ich habe irgendwann mal gesagt, ich will irgendwann in 5 Jahren mindestens 10.000 Menschen den wirklich entscheidenden Schritt auf dem Weg zu mehr Glück und Erfüllung weitergebracht haben. Und ich möchte gerne ein Zentrum quasi, wo Menschen hinkommen, um persönliche Entwicklung zu suchen oder zu finden, gegründet haben. Das ist meine große Vision an der Stelle. Aber das ist was ich nicht im Sinne gedacht habe. Das ist ja manchmal irgendwie so der Punkt, dass man so sitzt und rechnet so, das will ich vielleicht verdienen, was muss ich dafür tun, das. Sondern es ist wirklich so, bei mir ist es aus einer Meditation heraus entstanden, dass ich so wirklich mal reingespürt habe, was ist denn das Bild, was sind die Zahlen, die aufkommen, was ist das große Bild, was bei mir entsteht, wo ich hin will. Für mich ist das eines der wichtigsten Startelemente. Das Zweite, was ich im NLP gelernt habe, ist, wir dürfen uns darin üben, Ressourcenmanagement zu betreiben. Das heißt, Kraft, Freude, Mut, Liebe, Selbstvertrauen etc. haben wir in unserem Leben mannigfaltig. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir dürfen nur dafür sorgen, nur in Anführungsstrichen, wie wir quasi in diese guten Zustände reinkommen. Das NLP macht das zum Beispiel mit Ankern, mit also sich quasi an gute Zustände erinnern, darüber auch springen zu können. Weil wir brauchen Ressourcen, um am Ball zu bleiben. Die Energie aus der Ressource brauchen wir, um am Ball zu bleiben. Das sind die ersten beiden Elemente, sage ich mal, aus meinem Programm. Dann habe ich mich die letzten im Grunde genommen 4 Jahre ganz intensiv mit dem Thema, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dazu, wozu, also das Why, wenn wir bei Professor Simon Sinek sind, wenn wir bei John Strelacki sind, ist das Zweck der Existenz, dann gibt es den Genius, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Also das, was mich im Innen antreibt, das ist wirklich ein Herzensthema, weil ich glaube, also für mich war das ein Game Changer in allem, was ich getan habe, weil ich ganz plötzlich festgestellt habe, ich komme ja aus dem Bereich Werbung Marketing, das ist ja 17 Jahre eine Werbeagentur gehabt und ich habe immer wieder Schmerzmomente in diesem Geschäft gehabt und ich habe mich immer gefragt, wo kommt das her? Und dann habe ich irgendwann mich mit genau dem Thema beschäftigt und habe geguckt, okay, was ist denn eigentlich das, was mich im Innen antreibt? Und habe gesehen, dass das, was mich eigentlich antreibt, ausmacht, was der Sinn meines Lebens ist, ganz weit davon entfernt ist von dem, was ich in diesem Werbeagentur-Business mache. Ja? Und dann war mir klar, okay, dieses Werbeagentur-Thema ist irgendwann Geschichte. Irgendwann wird es mein Leben verlassen müssen, weil ich es nicht bin. Das ist der dritte Baustein, also sich wirklich mit der Frage zu beschäftigen, was ist das, was mich im Innen wirklich antreibt? Was ist das, wofür ich morgens wirklich aufstehe, wofür ich brenne? Weil das ist wieder ein Punkt, der mir Energie gibt. Und wenn ich dann anfange und gleiche auf Basis dessen meine Ziele nochmal an, ja, und gucke, ist das wirklich das, was da ist, das wirklich mein Herz? Passt das zu meinem inneren Antrieb? Oder ist es eigentlich darf ich das nochmal nachjustieren, weil es doch zu viel Kopf war? Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, ich darf dahin schauen, und das habe ich gerade eben gesagt, das ist ein Lebensmotto bei mir, ich darf mein Leben so akzeptieren, wie es ist, mein vergangenes Leben. Weil ohne das, wenn wir das alles nicht erlebt hätten, dann wären wir nicht da, wo wir heute wären. Ja. Und das darf ich anerkennen, das darf ich annehmen. Und das ist ein wichtiger Baustein, den es braucht, um die Veränderung, also so komisch, wie das klingt, aber ich darf das akzeptieren, was jetzt im Moment da ist, um in die Veränderung zu gehen. Mhm. Solange ich dagegen kämpfe, gegen das, was war, werde ich keine Energie aufbringen können, um Veränderung zu machen. Ja. Schritt 4. Schritt 5.
Und da kommen wir gerade zu dem, wo wir uns gerade drüber unterhalten haben. Da darf ich gucken, habe ich mein inneres Team im Boot? Also mit immer innerem Team meine ich meine innere Mama, mein innerer Papa. Wie stehen die zu meinen Zielen? Mhm. Und auch, was sagt das innere Kind dazu? Also da mache ich wirklich ganz konkret auch Übungen, dass ich, also stell dir vor, ich mache das gerne so, es gibt ja so in der Aufstellungsarbeit gibt es ja so eine typische Aufstellungsreihenfolge, will ich mal sagen. Ne? Papa steht rechts, Mama steht links, hinter einem. Das Kind ist tendenziell eher davor, beziehungsweise das eigene Kind ja eigentlich eher daneben, aber das ist ein anderes Thema. Aber dass ich in die Rolle wirklich reinschlüpfe, dass ich sage, okay, stell dir vor, du bist jetzt, das ist der Stuhl, auf dem du sitzt, verbind dich mal und das wird jetzt deine Position. Und dann gehe ich durch die Positionen durch, dann stelle ich mich mit dem Klienten, der Klientin in die Papa-Rolle. Und gucke auf den Klienten, auf die Ziele drauf und gucke, was sagt denn Papa dazu? Ja? Ist Papa jemand, der sagt irgendwie, ja, Chaka, komm, gib Gas und du bist die Beste, Tollste, der, wie auch immer? Oder sagt Papa eigentlich, ach Kind, komm, lass mal, das hat bei uns eh noch niemand geschafft, du schaffst das eh nicht, du bist nur ein Mädchen, du bist nur ein Junge, du bist nur dies, du bist nicht schnell, du bist nicht stark und was auch immer. Und da gehe ich im Grunde genommen durch diese einzelnen Rollen in der Arbeit ganz konkret durch und sorge einfach dafür, dass eine Aussöhnung mit Mama und Papa da stattfindet. Ja. Und so ein Stück weit hat das was damit zu tun, sich auch die Erlaubnis zu holen. Ja? Und zu sagen, im Innen sich zu sagen, Mama und Papa, ich habe verstanden, es ist eure Geschichte. Ich weiß, dass ihr damit möglicherweise, dass euch das Angst macht, ja? Dass ihr das natürlich nur das Beste für mich wünscht. Und es ist jetzt meine Entscheidung, das so zu tun. Und ich wünsche mir von euch, dass ihr mich unterstützt. Mhm. Ja? Das sind die 5 Punkte, die es, glaube ich, braucht. Wenn wir wirklich was Grundlegendes im Leben verändern wollen, dann sind das für mich die wichtigsten, ja, was heißt wichtigsten, aber sind es zentrale Schritte? Jetzt könnte man noch diskutieren, da hat ganz, ganz viel natürlich auch mit Verantwortung zu tun. Und da gibt es so Randthemen, die auch wichtig sind. Aber so von der Struktur her ist das, was mit dem ich unheimlich gern arbeite, was Teil meiner Seminarreihe ist, wo wir da Schritt für Schritt auch durchgehen, weil ich einfach auch aus der Erfahrung heraus weiß, wie gut sich darüber die Handbremsen, ich nenne das gerne die Handbremsen im Leben lösen lassen und ganz plötzlich eine Leichtigkeit reinkommt und Veränderung stattfinden kann. Super. Kann das denn auch unterstützen, jetzt in dem Prozess eben auch gesund zu werden? Also wie siehst du da den Zusammenhang? Ja. Definitiv. Mhm. Weil, und das war zum Beispiel, wir haben uns am Anfang darüber unterhalten, ich war gestern in dem Interview, wo es um das Thema BGM ging und da habe ich das auch gesagt. Ich glaube, also für mich ist der Bogen im Grunde genommen der folgende. Also erstens mal Gelassenheit. Warum steht Gelassenheit vorneweg? Gelassenheit ist für mich eine Kompetenz. Das hat nichts mit Buddhatum zu tun, das hat nichts mit einer Scheißegal-Haltung zu tun, sondern das hat für mich damit zu tun, was ich gerade eben gesagt habe, anzunehmen, was ist, auch beim anderen anzunehmen, was ist und zu erkennen, das Leben ist für mich und nicht gegen mich. Alles, was passiert, passiert für mich, um mich weiterzuentwickeln. Mhm. Und ist am Ende auch eine Chance. Ja? Und was dadurch passiert ist, wenn wir weniger Stresshormone im Körper haben, hat das eine klare Auswirkung körperlich, hat eine klare Auswirkung auf die Gesundheit. Ich habe in meinem eigenen Umfeld eine Geschichte gehabt. Eine der wichtigsten Menschen ist sehr, sehr früh aus meinem Leben geschieden. Das war meine Mama, die immer ihr ganzes Leben in der Unzufriedenheit, im Ärger, im Neid sich aufgehalten hat und am Ende hat ihr Körper ihr signalisiert über mehrfach Brustkrebs, über also verschiedene Erkrankungen über 15 Jahre, dass sie eigentlich ihren Lebensstil an der Stelle hätte ändern dürfen, hat sie aber nicht getan, was dazu geführt hat, dass sie schon mit 55, also ich will jetzt keine medizinische Diskussion aufmachen, ja. Das ist meine ganz persönliche Meinung an der Stelle, dass das an der Stelle ganz, ganz viel damit zu tun hat. Und deswegen ist Gelassenheit der erste Schritt zu sagen, okay, damit kann ich mein System beruhigen, damit kann ich meine hormonellen Ausschüttungen ein Stück steuern. Ja. Und dann glaube ich und weiß ich, gibt es Situationen im Leben, wo ich einfach in vielleicht auch in Dynamiken drin hänge, die mir nicht gut tun, ja, die mich auch immer wieder unter Druck setzen, unter Stress setzen. Und wenn ich da bin, dann darf ich mir Gedanken darüber machen, wie kann ich, und da kommt der zweite und dritte Aspekt dazu, wie kann ich eine Selbstverwirklichung finden und meinem Leben einen Sinn geben? Ja. Wenn ich das schaffe,
wenn ich mein Leben sinnorientiert ausrichte. Das heißt nicht immer, dass ich den kompletten Job über den Haufen werfen muss. Das heißt nicht, dass ich alles im Leben verändern muss. Das heißt nicht, dass ich mich trennen muss. Das ist alles nicht der Punkt, sondern es ist ganz individuell, was will jeder von sich selbst, um ein erfülltes, glückliches Leben zu leben. Und wenn ich das mache, dann zahlt das wieder auf das Gelassenheitskonto in meiner Welt ein. Ja. Und dementsprechend hat es einen großen, großen Einfluss auch auf die Gesamtkonstitution. Und wenn ich den Bogen gerade noch aufmache, als ich damals in meinen Ausbildungsgang, meine Reise, sagt man immer so gerne, gestartet habe in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich das vergleiche, meine Gesundheit, auch was ich bin zwar im Moment ein bisschen erkältet, das passiert halt manchmal, aber wenn ich so den Vergleich aufmache in der Zeit, dass ich mich persönlich weiterentwickelt habe und immer mehr auch in meiner Persönlichkeit gewachsen bin, ist meine Erkältungsrate, es muss nur bei mir passen, muss nicht bei jedem passen, ist meine Erkältungsrate und die Rate dessen, was ich an Erkrankung hatte, jetzt war nie was Großes, ja, aber ist trotzdem zurückgegangen. Ja. Ja, nur ganz meine ganz persönliche Erfahrung. Ich kann aber einige, denen das so überraschen. Ja. Ne? Genau. Genau. Ja, klasse. Ja, lieber Christian, das ist super spannend. Was ist, wenn jetzt jemand sagt, oh, das würde mich interessieren, ich möchte da mehr drüber lernen? Du hast angedeutet, dass du Seminare führst zu dem Thema. Magst du noch kurz erklären oder erzählen, wie man mit dir zusammenarbeiten kann? Ja, total gerne. Also der erste Punkt ist, ich sag mal so, wenn hier Unternehmen sind oder Unternehmer unter den Zuhörern sein sollten, die dürfen mich gerne als Redner buchen. Christian-Holzhausen.com. Gibt zwei grundsätzliche Themen. Also eigentlich gibt es drei Themen. Es gibt immer noch den Vortrag Erfolgsfaktor Gelassenheit, wo ich drauf gucke, zu sagen, okay, wie kann ich Gelassenheit im unternehmerischen Alltag gewinnen? Wie kann das zu einem Erfolgsfaktor werden? Dann gibt es einen zweiten Vortrag, der sehr in die persönliche Richtung geht, nämlich Selbstverwirklichung ist nicht verhandelbar. Weil das ist es für mich, es ist nicht verhandelbar. Wir können nicht drüber diskutieren, sondern jeder hat das Recht darauf und jeder darf das tun. Manche wissen nicht wie, da unterstütze ich bei. Und das dritte Vortragsthema ist Macht Sinn, wo ich gezielt auf diesen Sinnfokus gehe, weil ich glaube, für mich ist dieses, wenn Unternehmen anfangen, mehr sinnorientiert zu agieren, zu handeln, auch ihren Sinn und ihre Mission nach außen transportieren, ist das für mich der größte Hebel, wie wir bei Menschen was verändern können. Mhm. Weil dann können Menschen zu einem Unternehmen kommen, weil sie die Mission gut finden, weil sie in Resonanz gehen können, weil sie sich da wohlfühlen können, weil sie in eine Gemeinschaft kommen können. Das ist das für das Thema Unternehmen. Für alle, die sagen irgendwie, das Thema vom Seminar von Christian ist interessant, aufbruch-jetzt.com. Da gibt es mein Einstiegsseminar, ist ein Tagesseminar an verschiedenen Orten in Deutschland, von Kassel über Hamburg, Köln, Frankfurt, Leipzig, Hannover. Ich glaube, das sind die Locations für dieses Jahr. Ein kompletter Tag packen wir wirklich voll mit Einkehr und Ausblick, sage ich mal. Das ist das, wo es inhaltlich drum geht. Super. Ja, gibt es zum Abschluss noch was du gern erwähnen möchtest, um diese Folge sozusagen rund zu machen oder ja, was du meinen Hörerinnen und Hörern gern auf den Weg geben möchtest? Ich glaube, also ich weiß, bei dir geht es um das Thema Gesundheit, um den Darm und ich glaube, wichtig ist, also auf der einen Seite ist ja natürlich die Frage, was kann ich von außen hinzufügen, ja, um meinem Körper was Gutes zu tun. Und mein Appell ist eigentlich immer wieder an jeden Einzelnen auch zu gucken, was kann ich im Innen machen, von innen heraus tun, damit es mir gut geht. Und vielleicht mache ich den Bogen als, vielleicht ist es ein schöner Abschlussbogen. Ich habe vor kurzem eine schöne Keynote gesehen und die fing an mit den Worten, und jetzt will ich gar nicht den großen Bogen aufmachen, wo das in Amerika schon mal gesagt wurde. Fing an mit den Worten, ich habe einen Traum. Und mein Traum ist, dass wir Frieden auf der Welt haben. Und hat es dann runtergebrochen. Er hat gesagt, wenn wir Frieden auf der Welt haben wollen, dürfen wir dafür sorgen, dass Frieden auf jedem einzelnen Kontinent ist. Wenn wir Frieden auf dem einzelnen Kontinent haben wollen, dürfen wir dafür sorgen, dass Frieden in jedem einzelnen Land ist. Und er bricht es weiter runter und am Ende sagt er, nämlich wir brauchen Frieden in jeder Familie. Und wenn wir Frieden in jeder Familie wollen, dann dürfen wir sorgen, dass wir Frieden in jedem Einzelnen haben. Und ich glaube, wir dürfen da anfangen und dürfen jeder für uns selber gucken, nehme ich mich mit ein,
dürfen wir dafür sorgen, jeden Tag ein Stück dran zu arbeiten, mit uns im Frieden zu sein, mit uns im Glück zu sein, dann werden wir auch eine Welt-Community, sage ich mal, irgendwann werden. Das ist meine große Vision, meine Hoffnung, ja. Dann werden wir den Unterschied machen und ich glaube, dann kriegen wir einen friedvollen Planeten. Und das ist vielleicht ist das der letzte Bogen, den ich mitgebe. Ja, danke. Gerne. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Sehr, sehr gerne, liebe Julia. Bis dann, mach's gut. Bis dann. Tschüss. So, das war also unser Interview. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und hat dir vielleicht noch mal ein bisschen die Augen geöffnet, wie wichtig es ist, eben auf seine Gedanken zu achten, auf die Geschichten, die wir uns täglich erzählen. Und ich spreche darüber ja unter anderem auch in meinem Darmglück-Kurs. Und wenn dich das interessiert, da auch ein bisschen tiefer zu gehen, dann wäre das vielleicht durchaus eine Möglichkeit, eben mit mir zusammen auch da einen Schritt vorwärts zu kommen. Und ich lade dich herzlich ein, schau dir meinen Kurs einfach mal an unter www.darmglück.com. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns in der nächsten Folge des Darmglück-Podcasts wieder hören. Nächste Woche, Dienstag, ist es soweit. Bis dann, ich wünsche dir eine gute Woche. Danke, dass du dir diese Folge des Darmglück-Podcasts angehört hast. Weitere Details und die Shownotes findest du auf www.gruber-ernährung.ch.